Kapitel 2 Lebenslanger Traum. Die Sonne versank bereits hinter dem Horizont, als das Duo die riesige Stadt erreichte. Der erste Anblick dieses Ortes schien das erste zu sein, was Kell in dieser Welt tatsächlich begeisterte. Ihr habt solch große Städte in dieser Welt. Wie baut ihr denn solche Dinge? In meiner Welt haben wir dafür riesige Maschinen gebraucht. Kurz überlegte Aurora, bis sie sich eingestehen musste, dass sie selber nicht wirklich wusste, wie die größten dieser Gebäude einst entstanden. Also, als ich hier ankam, standen all diese Gebäude schon. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand so etwas gebaut hat. Wahrscheinlich ist es das Werk von großen Pokémon und ihren Elementarkräften. Ansonsten habe ich auch keine Ideen. Heißt das, dass diese ganzen riesigen Gebäude auch schon uralt sind? Das Eis-Pokémon fühlte sich von dieser Frage ziemlich angegriffen. Was soll denn das bedeuten? Nur weil ich noch nicht selber dabei war, heißt das ja wohl nicht, dass diese Gebäude steinalt sind. Ich bin selber erst 22. Dort, wo ich herkomme, ist das alt, zumindest für solche Gebäude. Ich war ja selber nicht älter und trotzdem habe ich den Bau der meisten Hochhäuser mitbekommen, die es in meiner Gegend gab. Diese letzten Gespräche stimmten Aurora misstrauisch. Hatte Kell nicht noch am See behauptet, dass er sich an beinahe nichts erinnerte? Wie konnte er dann die ganze Zeit so viele Dinge über diese Menschenwelt erzählen? Aber letztlich, was änderte es für sie? Sobald sie sicher sagen konnte, dass dieses Fukano irgendwie zurechtkam, würde sie ihm höchstens auf der Straße noch begegnen. Weiter nichts. Ist dieses Gebäude das Büro, von dem du die ganze Zeit geredet hast? Ein riesiger Turm erstreckte sich vor den beiden Pokémon. Ja, ich kenne mich hier gut genug aus. Komm einfach mit. Ich bringe dich zu Amagaga und Monagoras. Wenn sie es nicht schaffen, dir zu helfen, dann ist sowieso alle Hoffnung verloren. Na danke. Das stimmt mich ja optimistisch. Ohne zu antworten, trat Aurora vor die Glastür, welche sich sofort öffnete. Eine eiserne Aufzugstür befand sich zu ihrer Linken, eine weiße Treppe zu ihrer Rechten. Sofort steuerte sie den Aufzug an, wobei Kell knapp hinter ihr folgte. Ein ganzer Haufen Knöpfe schmückte die Wand. Jede Zahl hierbei zweimal vertreten. Einmal saß jede Zahl niedrig gelegen, einmal weiter oben, damit Pokémon verschiedener Größen den Aufzug nutzen könnten. Aurora drückte ohne zu zögern die untere 47, das vierthöchste Stockwerk. Wenn diese beiden den ganzen Kampfring leiten, weshalb ist ihr Büro dann nicht im obersten Stockwerk? Würde das nicht mehr Sinn machen? Vielleicht schon. Manche behaupten, dass Amagaga Höhenangst hätte und vielleicht deswegen die Glaswände dort oben nicht ausgehalten hätte, aber als ob das mehr als nur Theorien sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie in dieser Glaskuppel einen Kampfring gebaut. Ein besonderes Kampffeld, welches nur zu besonderen Anlässen genutzt werden darf. Auf Etage 49 sind die Privatgemächer der beiden, deshalb leuchtet dieser Knopf dort auch rot. Nur mit ihrer Schlüsselkarte kam man dorthin. Beide leben dort schon seit der Eröffnung des Turmes. Zumindest habe ich das gehört. Wie gesagt, als er gebaut wurde, war ich noch nicht an diesem Ort, also kann ich es nicht genau sagen. Auf dem 48. Stockwerk. Keiner weiß so wirklich, was sich dort befindet. Angeblich nicht einmal Amagaga. Es ist Monagoras Geheimnis, aber so wie ich ihn kenne, ist dort nicht einmal etwas und er will sich bloß interessant machen. Der Aufzug war am Ende dieser Erklärung bereits bei Ebene 47 angelangt. Somit war es nur noch eine Frage von Sekunden, bis ein Klingeln ertönte und sich die Tür öffnete. Ein langer Gang erstreckte sich vor den beiden. Nur ein paar Türen befanden sich hier. Der Boden war vollkommen von einem roten Teppich bedeckt. Lass mich raten. Die große Tür am Ende des Ganges ist die richtige.
Ohne auf eine Antwort zu warten, stellte Kell sich direkt vor die Tür und klopfte an. Wortlos ließ Aurora ihn warten. Erneut klopfte Kell. Und wieder kam keine Antwort. Sind Sie gerade nicht da? Wenn Sie nicht da sind, dann hängt an Ihrer Tür immer ein Schild. Allerdings, es wundert mich wenig, dass du keine Antwort bekommst, wenn du an der Abstellkammer anklopfst. Mit einem amüsierten Blick in den Augen klopfte sie an eine der beiden anderen Türen des Flures. Wer ist es? Amagaga hatte bereits etwas weiter gedacht als sein Kollege. Aurora, wenn du das bist, kannst du gleich wieder gehen. Zweimal an einem Tag ist selbst für dich übertrieben. Das immer noch leicht beschämte Fukano blickte die Angesprochene fragend an. Diese ignorierte ihn aber fürs Erste. Ja, ich bin es. Aber ich bin nicht wegen der Liga hier, sondern wegen einem anderen Pokémon. Kurz konnte man leise Geflüster aus dem Raum hinter der Tür vernehmen. Anschließend ein leises Klicken. Sofort wusste Aurora, die Tür war entriegelt worden und sie öffnete sich nun. Etwas unsicher folgte Kell ihr in das beeindruckende Büro. Mehrere große Tische verteilten sich in dem großen Raum, jeder von ihnen aus einem anderen Holz. Drei große Schränke voller unterschiedlichster Ordner schmückten die Wände. Oben auf ihnen drauf standen verschiedene Pokale. Freie Flecken wurden von eingerahmten Fotos geschmückt. Alle von den zwei Freunden, die einst die Kampfliga in Berelo gründeten. Was ist euer Anliegen? Also, Kell war es. Erzähl ihm deine Dinge. Ich habe ihn nur hergeführt. Ich vermute, dass seine Geschichte mit dem Plothole vorhin zusammenhängt. Du bist dieses Mal so tatsächlich nicht für dich selber hier. Du machst Fortschritte, Aurora. Bald sind wir dich vielleicht los, wenn du weiter dazulernst. Vernünftig entschied sich die Angesprochene, diesen Kommentar zu ignorieren und Kell seine Geschichte erzählen zu lassen. Und jetzt bin ich hier, weil ich Erklärung darüber suche, was genau passiert ist. Die Ungläubigkeit in Amagagas Gesicht war eindeutig zu erkennen. Ich habe von Menschen gehört, allerdings noch nie davon, dass es einen in unserer Welt gäbe. Aussehen tust du auch wie ein normales Fukano. Aber vielleicht ist das bei euch ja normal. Ist es nicht. Aber wahrscheinlich hat es etwas damit zu tun, dass ich meinen menschlichen Körper verloren habe. Je mehr Kell erzählte, desto eher hatte Aurora das Gefühl, dass Amagaga ihm kein Wort abkaufte. Plotholes betreffen nur diese Welt. Wieso sollte es dann einen Menschen aus einer ganz anderen Welt beeinflussen? Allerdings schien sein Partner der Geschichte des ehemaligen Menschen mehr Glauben zu schenken. Die Plotholes werden stärker, das weißt du selber, Amagaga. Und wenn dieser Mensch wirklich in seiner Welt gestorben ist, dann ist es möglich, dass seine Seele irgendwie hier gelandet ist und vom Plothole beeinflusst wurde. Ich halte es durchaus für möglich. Der fragende Blick Amagagas verriet vieles. Du glaubst ihm? Ich dachte, du wärst derjenige, der nicht einmal an die Kraft von Plotholes glaubte. Nicht an Plotholes glauben? So etwas Irrsinniges hatte Aurora noch nie gehört. Sie entschied sich jedoch, diesen Gedanken nicht auszusprechen. Sie waren mir anfangs nicht geheuer, aber wie soll ich leugnen, was so offensichtlich ist? Ja, das habe ich dich auch immer gefragt. Aber gut, ich bezweifle allerdings, dass wir dir irgendwie weiterhelfen können bei was auch immer du überhaupt Hilfe möchtest. Ich habe es schon gesagt. Vor allem brauche ich Informationen. Ich kenne diese Gegend hier kein bisschen, genauso wie die Sitten dieser Welt. Und weshalb genau ich hier bin, möchte ich auch erfahren, was diese Plotholes sind. Habt ihr in eurer Welt keine Plotholes? Alleine der Gedanke wirkte unsinnig. Plotholes gehörten zum Leben, so wie die Sonne oder der Mond. Du redest wie Aurora. Plotholes sind nichts Natürliches, das solltest du wissen. Und ich bezweifle, dass mehrere Welten so etwas haben wie Epsilon. Wieder einmal half keine dieser Aussagen Kell ein bisschen weiter. Eine Sache noch. Wie kann ich dieser Liga beitreten? Es wäre wohl sinnvoll für mich, etwas kämpfen zu können.
Die beiden Gründer der Liga warfen sich wissende Blicke zu. Nun, dafür brauchst du einen Teampartner oder mehrere. Und anschließend meldest du dich hier an. Und vielleicht hast du ja Glück. Zufälligerweise kennen wir ein Pokémon, welches uns seit Monaten nervt, da sie keinen Teampartner hat. Beide ihrer Blicke fielen auf Aurora. Sofort realisierte sie, was die beiden Fossil-Pokémon mit ihrer Aussage andeuteten. Wenn dieser Pokémon gewordene Mensch wirklich ein Teil der Liga werden wollte, könnte sie sich ihm anschließen und endlich ihren Traum erfüllen. Andererseits wusste sie immer noch nicht, was sie wirklich von dem Fukano halten sollte. Doch waren diese Sorgen wirklich bedeutend genug, um sich diese riesige Chance entgehen zu lassen? Ach, deswegen bist du ja schon so bekannt, Aurora. Ich meine, mir ist es im Prinzip egal, wer mein Teampartner wäre. Es ist ja nicht so, als würde ich hier schon viele Pokémon kennen. Einen Moment lang blickte das Vulpix zwischen den Gründern und Kell hin und her. Gut, ich wäre dabei. Ich warte wirklich schon viel zu lange, um mir so eine Chance entgehen zu lassen. Erleichtert atmete Amagaga auf. Offensichtlich im Bewusstsein, dass er ab sofort nicht mehr alle paar Tage genervt werden würde. Gut, aber lassen wir das bis morgen warten. Ab Sonnenaufgang sind wir hier. Kommt dann einfach vorbei und wir erledigen die Formalitäten. Heute ist unsere Schicht zu Ende. Am besten überlegt euch schon mal einen Teamnamen, dann brauchen wir morgen nicht so lange. Ihr seid entlassen. Geht! Ohne auf eine weitere Anforderung zu warten, verließen die beiden Gäste das Büro. Zwar war das Team noch nicht gegründet, aber trotzdem war Aurora euphorisch. Am nächsten Tag könnte sie sich endlich ihren Traum erfüllen. Freudig verließ sie den Turm, während Kell nicht sonderlich bewegt wirkte. Also, hast du irgendeine Idee, wo ich die Nacht verbringen kann? Gibt es hier irgendwie ein Hotel oder sowas? Das gibt es aber. Ich bin pessimistisch genug, davon auszugehen, dass du kein Geld bei dir hast, richtig? Ja gut, woher sollte ich auch? Hast du sonst irgendwelche Ideen? Wieder einmal schwankte Aurora zwischen den Möglichkeiten. Im Prinzip könnte sie einfach nach Hause gehen und den Rest sein Problem sein lassen. Andererseits wäre es für sie nicht sonderlich klug, sich direkt bei ihrem neuen Teampartner unbeliebt zu machen. Außerdem mussten sie ja noch einen Teamnamen finden. Also, fürs Erste kannst du ein freies Zimmer bei mir beziehen. Ich kann dich ja schlecht auf der Straße schlafen lassen. Ein abwesendes Nicken sollte die einzige Antwort bleiben, die Aurora erhielt. Etwas genervt von diesem undankbaren Verhalten, folgte sie einigen verzweigten Straßen, bis schon bald weite Natur ins Sichtfeld kam. Kiratown endete und der Übergang zu einer weiten Wiese und dem endlosen Meer am Horizont begann. Einzelne Häuser schmückten dieses Grenzgebiet, viele von ihnen deutlich naturnäher und kleiner als die großen Wohnanlagen des Stadtkerns. Eines dieser Häuser war es, das Aurora ansteuerte. Ein Holzhaus, ein wenig größer als Kells alte Wohnung, welches einige Fenster als einzige Wandverzierung neben ein paar Ranken hatte. Ein kleiner, eingezäunter Gartenbereich umgab das Haus. Ein kleiner Kiesweg führte vom Zauntor zur Haustür. Ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, öffnete Aurora das Zauntor und schloss die Haustür auf. Wortlos folgte Kell weiter, als sie in das Innere eintraten. Nach allem, was Kell aus seinem alten Leben kannte, war der Anblick dieses Gebäudes wahrlich etwas Besonderes. Ein kleiner grauer Teppich schmückte den Eingangsbereich. Ein großes Bild eines Sternenhimmels fiel sofort an der Wand ins Auge. Unter diesem stand ein hölzerner Tisch. Eine Treppe im selben Raum führte in eine weitere Etage. Drei offene Türen im Untergeschoss führten in Auroras Schlafzimmer, ein kleines Bad und eine Küche. Oberhalb der Treppe befand sich eine weitere offene Tür, hinter welcher ein weiteres Schlafzimmer zu liegen schien. Die hellen Holzwände glänzten im Schein der Abendsonne, der direkt durch das größte der Fenster fiel, zentriert auf einen Holztisch. Ansonsten gab es noch zwei kleinere Schränke, gefüllt mit verschiedenen Büchern.
Das hier ist mein bescheidenes Haus. Wenn es dir zu eng ist, dann kann ich darin auch nichts ändern. Ich habe sowieso selten Besuch. Du kannst das Zimmer oberhalb der Treppe nehmen. In dem Raum ist noch eine Tür, allerdings bezweifle ich, dass mein unaufgeräumter Dachboden dich interessiert, also brauchst du sie nicht zu beachten.